Und dann legen wir natürlich einmal nochmal eben unseren Dolch an. Dolch, 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 Dolch. Orkischer Dolch, hochwertig. Und den Schild nehmen wir dann auch wieder weg. Wir schleichen wieder. Nee. Nee. So. Nee. So aber. Gott sei Dank bin ich gar nicht auffällig. Ich stehe direkt vor der Haustür, direkt vor der Eingangstür. Er läuft vor mir her und sieht mich nicht. Na gut. Ich traue mich gar nicht. Soll ich hier nochmal speichern? Ich speichere nochmal. Jetzt entdeckt er mich. Nein! Mit ein bisschen Glück falle ich gar nicht auf. Doch, ich wurde entdeckt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Das täuscht, das täuscht, das täuscht. Der greift mich an, der greift mich an. Ich habe gar nichts getan. Ihr könnt euch vor mir verstecken. Wache, hilf mir! Jetzt ist Schluss. Wache? Wache? Warum läuft er weg? Was sind denn das für Wachen? Die müssen mir doch helfen. Das ist aber irgendwie ungünstig gelaufen. Ich versuche das nochmal anders. Verdammt, ey, Schleichen verbessert sich und dann entdeckt er mich sofort. Das versuche ich nochmal anders. Moment. Verdammt, 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 verdammt. Wir haben doch einen Unsichtbarkeitstrank. Zwei Stück. So, schwupp. Schleichen verbessert und... wir können in Alvars Keller. So. Automatisches Speichern. Ich mache hier nochmal einen Speicher. Alvars Tagebuch. Aber Alva ist nicht hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mein Leben ist trist. Wo ist der Prinz, der mich errettet? Wo ist der tapfere Nordkrieger, der mein Herz im Sturm erobert? Ich traf gestern einen Mann, als ich Nachtblumen pflückte. Er ist aufregend und exotisch. Wir küssten uns im Mondschein. Es war so romantisch. Ich werde ihn heute Nacht wiedersehen. Jetzt verstehe ich die wahren Farben der Nacht. Movat hat mir das... Movat? Hat mir das wahre Schwarz der Nacht gezeigt und das wahre Rot des Blutes. Er versprach mir einen Festschmaus des Blutes, wenn ich ihm in Mortal zu Willen bin. Es war nicht schwer, Rogar zu verführen. Movat, sagte, ich solle mir zunächst einen Beschützer suchen. Jemanden, der tagsüber auf meinen Sarg aufpasst. Rogar ist perfekt. Heute Nacht hat Lelette mich besucht. Sie löschte meinen Durst. Ich halte sie versteckt, um sie zu meiner Dienerin heranzuziehen. Ich habe in der Stadt das Gerücht gestreut, dass sie fortgegangen sei, um in den Krieg zu ziehen, diese Schwachköpfe. Movat hat mir seinen großen Plan verraten. Ich soll die Wachen der Reihe nach verführen und sie zu meinen Sklaven machen. Dann können er und die anderen aus dem Zirkel über Mortal herfallen und die gesamte Stadt einnehmen. Oh, oh, oh! Wir werden sie nicht töten. Sie werden das Vieh sein, das unseren Durst stillt. Ein endloser Blutvorrat und eine ganze Stadt, um uns von der verfluchten Sonne zu beschützen. Rogars Familie wird langsam lästig. Ich habe Lelette gesagt, sie solle sie alle töten, aber wie einen Unfall aussehen lassen. Rogar muss als unschuldig gelten, wenn er mein Beschützer sein soll. Dieser kleine Dummkopf! Lelette hat Rogars Familie lebendig verbrannt. Ich hatte sie um einen Unfall gebeten und sie bescherte mir einen Skandal. Und um alles noch schlimmer zu machen, hat sie versucht, dieses kleine Mädchen zu verwandeln, Helgi. Aber noch nicht einmal das hat sie hinbekommen. Sie hat das Mädchen getötet und die Leiche den Flammen überlassen. Irgendetwas stimmt nicht mit Lelette. Sie redet ständig über Helgi. Ich glaube, sie hat den Verstand verloren. Sie scheint zu glauben, dass man das Kind immer noch zurückbringen könne, um ihr Gesellschaft zu leisten. Ein Fremdling ist in der Stadt und stellt Nachforschung über das Feuer an. Ich werde auf der Hut sein müssen. Oh, oh. Oh, also den Beweis haben wir jetzt auf jeden Fall.
dass hier etwas definitiv nicht koscher ist. Und was, das ist Stehlen hier? Willst du mich verarschen? Okay, hier ist Stroh, da ist ein Sack. Also das, wahrscheinlich wartet ihr jetzt draußen auf uns, oder beziehungsweise die wird uns wahrscheinlich irgendwo sehen. Mal gucken, ob wir uns noch irgendwie rausschleichen können. Scheiße, der Typ hockt da auch schon wieder so beschissen. Er sieht uns gleich eh wieder. Das ist aber ungünstig, dass der jetzt hier... Der sieht uns auf jeden Fall. Ha! Ohne ihn töten zu müssen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt positiv ist oder nicht. Hallo? Kommen wir jetzt raus? Im Gefängnis verlierst du einen Teil irgendwas. Geld, Leben, Zeit. Jetzt müssen wir ganz schnell zum Jarl hin. Wache. Was ist los? Drachen? Nein, Vampire! Hochmondsaal! Jarl, wo bist du? Mein Jarl, ich komme. Ist Horger unschuldig oder nicht? Ich habe Alvas Tagebuch. Alva hat das Feuer gelegt, sie ist die Mörderin. Alva? Ich hätte nicht gedacht, dass sie dazu imstande wäre. Nicht nur das. Oh, sie ist eine Vampirin, sie wollte die Stadt unterjochen. Ich nehme an, das könnt ihr beweisen. Oh ja. Solche Anschuldigungen kann man nicht vorbringen, wenn man keine Beweise hat. Dafür haben wir uns auf epischste Weise an Roga vorbeigeschlichen. Ich habe Alvas Tagebuch. Dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Mortal ist euch etwas schuldig. Natürlich. Hier. Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movard, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zu Movards Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Movard? Ach, das haben wir doch auch schon gefunden. Zwischendurch fällt mir gerade ein. Ja, seht ihr mal, da lohnt sich das, hat sich das wieder Wenn gelohnt, dass man alles versucht zu erkunden. Ich habe bisher noch nicht einmal mit dir gesprochen. Ja, meine tapferen Krieger, ich rüste mich nochmal eben einmal um für den großen Kampf. Und wir müssen diesen Drafin mal irgendwann finden, ey. Der Bogen wiegt 7, den will ich auch mal loswerden irgendwann mal. So, Schwert der Klingen, was ist hier denn? Blitzfall dahinter, was heißt das denn? Dass es geladen ist, oder was? Achso, das ist ja genau besser. Alles klar, Vulkanglasbogen, Schild. Ach ne, Rüstung! Ebenerzhelm, nein, Kupferdiadem wollen wir auch nicht tragen, das tragen wir, aber das und das. So. Zu viele nerven meine Frau mit ihren Problemchen und verstehen dann... Was? Nicht was. Folgt mir! Tonie! Sie ist tot. Lilith ist tot. Ja. Wollt ihr mir helfen, den Vampir zu töten? Ich will Rache für meine Frau. Rache für Lilith! Wir marschieren zu Movards Lager, ob ihr nun mitkommt oder nicht. Ja, natürlich komme ich mit. Mortal war einst ein ruhiger Ort, aber da war die Welt auch noch in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Alter, was rennt der denn so fix da jetzt hinterher? Folgen die mir jetzt? Hopp, hopp, komm schon. Boah, und du lauf mal ein bisschen langsamer. Ist ja schlimm mit dir. Die anderen kommen gar nicht hinterher. Du schneller Bolzen. Scheiße, ich weiß gar nicht. Moment, ich muss auf der Karte gucken. Ach, da oben. Ja, alles klar. Da vorne geradeaus. Mein Gott, die anderen sind so lahmarschig. Wie wollen die denn bitte schön Vampire töten?
Wir werden da jetzt gleich einfach reinstürmen und alles niedermetzeln, was da ist. Und dann in der Hoffnung, dass keiner von den anderen stirbt, ey. Wo geht's denn hier rein? So, speichern. Waffe zücken und dann ab die Luzi. Wir müssen uns hier natürlich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich die Sorge habe, dass die Vampire hier einfach mal so unsere Gefolgsleute töten. So, fette Spider. So, nächstes fette Spider. Zack. Eben ein bisschen ausbeuten, so, alles klar. Weiter, 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 weiter. Huh, huh, huh. Wer hockt da denn? Speichern? Lassen wir die Spielchen. Ja, okay, lassen wir die Spielchen. Okay, Moment, mache ich wieder richtig, richtig gut Schaden. Also das scheint sich gelohnt zu haben. Nochmal hoch zu leveln. Scheiße, da lang oder da lang? Ich glaube, da lang. Sieht aus, als hättet ihr noch ein wenig Gold in euren Taschen, nicht wahr? Ja. Ist da jemand? Wir suchen tun wir gleich. Nö, nö. So, Stiefvampir-Diener. Du hast keine Chance gegen mich. Gnade. Gibt's bei mir nicht. So, wo ist der Burp? Wie gesagt, durchsuchen machen wir gleich auf dem Rückweg alles. Ich muss den Typen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ach du Scheiße, Scheiße, Zauberer, ich hasse das. Wo war Ticke? Schande. Verdammt, wer hat denn jetzt so viel Schaden gemacht? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, ist das die alte Schlampe da wieder mit ihren Zweien, oder? Nein! What the? Ja, das hast du davon. Ach du Scheiße, was war das denn gerade? Sieht aus, als hättet ihr herkommen sollen. Ach, sei ruhig. Das war keine Ahnung von nix. Na, bleib doch stehen, um wegzudrehen. Feigling. Haha. Wieder in sein Grab reingeschüttet. Alter, was hier denn los? Einfach mal so alles getötet hier, alles verschachert. Mann, 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 wie gesagt, das durchsuchen wir gleich noch. Im Moment muss ich gerade überlegen, wie wir die töten können. Weil das Problem ist, wenn gleich die einen kommen. Habt ihr etwas gehört? Oh nein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die getötet werden. Au! 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 Warum bin ich denn so langsam? Und ihr dachtet, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Was? Denkt ihr, dass du ein hübsches Gesicht hast? Vogel. Oh, Scheiße, boah, der macht aber auch Schaden, ey, verfluchte Kacke.